So, meine Lieben, da bin ich wieder mitten in der Nacht vom ersten auf den zweiten Tag des Adventure Modes von Don't Starve. Ja, ich sammle alles Wild, was mich hier zwischen die Finger kommt. Denn ich muss ja irgendwie versuchen, hier so schnell wie möglich voranzukommen. Kein richtiges Lager zu bauen, wobei das in der ersten Welt gar nicht so schlecht ist, sich gut vorzubereiten und die Rezepte einmal freizuschalten. Deswegen brauche ich einmal die Maschine. Denn die Rezepte behält man, wenn man in den Welten weiterreist, also freigeschaltet. Aber die Gegenstände verliert man dann. Aber erstmal müssen wir uns darauf konzentrieren, diese Welt hier irgendwie zu überstehen. Und weiterzukommen. Ich habe das schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt und ich bin total gespannt, was sich hier geändert hat. Abgesehen von dem Ladescreen natürlich. So, wir sind jetzt einmal hier im Kreis gegangen. Da haben wir eine Abfahrt gefunden. Ich würde jetzt einmal diesen kleinen Teil da noch aufdecken. Und hier drehe ich den Bildschirm auch einfach in Laufrichtung. Ich muss mich hier ja nicht mehr gut orientieren können. Das ist nicht so wichtig. A cold reception. Ich bin nochmal in mich gegangen. Die Winterwelt ist mir eingefallen, hieß King of Winter. Und a cold reception, also ein kalter Empfang. Die Karotte nehme ich doch sehr gerne mit. Hat kurze Wintertage zwischendurch und ansonsten nur Herbst. Also muss ich auch irgendwie versuchen, gegen den Regen anzukommen. So, unter Bäume stellen hilft ein ganz kleines bisschen. Mir fehlen Steine. Aber auch nicht so dolle. So. Dann laufe ich nochmal quer rüber jetzt einmal. Und bin total irritiert, dass hier kein Ding ist. Ja, aber es ist ja meistens so, also hier sind halt so die Biome getrennt voneinander durch diese Brücken. Oh, das ist sehr gut. Grüne Pilze hier immer sammeln, wenn man die Möglichkeit hat, am besten mit der Schaufel ausbuddeln. Wie ich schon gesagt habe, man ist hier nicht so darauf angewiesen, dass die Ressourcen wieder wachsen. Meine geistige Gesundheit geht ganz massiv runter, weil meine Klamotten nicht wasserdicht sind. Ja. Oh, ich habe schon mehr als genug Gras erstmal. Stöckchen kann ich... Ja, Stöckchen habe ich auch genug. Und hungrig bin ich auch. Alles. Esse ich mal einen Schmetterling. Hast du Steine für mich? Er sagt nein. Da bin ich gespawnt. Nee, da bin ich nicht gespawnt. Das Signal wird auch nicht besser. Ich pflück mal die Blume. Für die geistige Gesundheit. Ich brauche mir gleich sofort. Zwei Blümchen brauche ich noch. Dann kann ich mir einen schicken Blümchenkranz. Dich. Nee. Ich laufe dem hinterher. Kann ich gut gebrauchen. Ich habe leider nichts, um den zu triggern. Gut. Gibt Wichtigeres. Ich habe ja Karotten. So. Hä? So. Eine noch. Da ist einer aus der Erde gekommen. Ein kleiner Maulwurf. Das Signal ist die ganze Zeit gleichbleibend ungefähr. Und ich brauche dringend ein Feuer, in dem ich mich ein bisschen wärmen kann.
Gleich, wenn meine Wasseranzeige unter dem Gehirn voll ist, fange ich an, richtig zu frieren. Und da geht meine geistige Gesundheit massiv runter. Also noch schlimmer als jetzt. Jetzt. Blümchen, gut. So. Gut. Dann laufe ich mal auf dem Weg hier nochmal zurück. Ist ja wirklich die ganze Zeit über gleichbleibend gewesen. Kein Steinchen mehr. Karotten nehme ich mit. Ja. Bis jetzt kamen noch keine Wünsche wieder. Also auch hier in der Welt könnte ich ja rein theoretisch ein paar Sachen ausprobieren, weil ich die Maschinen hier genauso bauen kann. Von der Spielweise ändert sich nur, dass ich kein festes Lager aufbaue und hier irgendwie was Großes aufbaue, sondern dass ich irgendwie weiterkomme, sammle und weiterkomme. Ja, und ich muss mir jetzt ein Feuer machen, das hilft nichts. Das hätte ich unter einem Baum machen können. Die nehme ich mit, weil in diesem Biom, also gleich sind die Biome ja alle getrennt voneinander. Und in diesem Biom habe ich so viele Bäume gehabt, dass es gut sein kann, dass in den anderen keine Bäume sind. Deswegen nehme ich immer erstmal ganz gerne ein paar Tannenzapfen mit. Lecker Tannenzapfen. Ja. Einmal voll, bitte. So, und der grüne, das habe ich schon mal erklärt, ist gut für die geistige Gesundheit. Jetzt ist er anders. Bei dem blauen weiß ich es gerade gar nicht. Unheimlich und klebrig klingt nicht so nett. 122, 150, 151. Ich koche den mal. So. Gut für die geistige Gesundheit und hat mir 3 vom Herzen abgezogen. Und 9 bei der geistigen Gesundheit dazu gebucht. Ist gar nicht so schlecht. Also, wenn mein Feuer jetzt noch richtig schön angehen würde, ne? Ich heiz das jetzt mal hier mit ein bisschen Gras an. Davon habe ich so viel hier gefunden. Damit es richtig schön knackig ist. Und so geht dann auch meine Anzeige mit dem Wasser drastisch nach unten. Da wird mir wieder warm und muckelig, aber es liegt auch daran, dass es nicht mehr regnet. So. Fühle ich mich doch direkt besser. Ich finde diese Wünschelrute so witzig. Es ist ein Radio auf einem Stock. Einfach putzig, dieses ganze Spiel ist so putzig. Was sagt er denn eigentlich, wenn man es untersucht? Okay. Okay, schade. Dann sortiere ich doch mal ein bisschen meine 3 Sachen, die ich hier habe. Na. Fertig sortiert. Eigentlich nicht, eigentlich so. So, und wenn die Nacht vorbei ist, renne ich durch die Schweine durch. Eigentlich ein bisschen schade. Ich hätte gerne ein paar Steinchen, also Flintstones, also Spitzensteine gefunden. Damit hätte ich ganz gut noch die Steine hier oben ab. Ups. Sorry. Hier waren ja so Steine auf der Karte, die hätte ich eigentlich abbauen können.
Ich habe jetzt keine Flintstones mehr gefunden. Das heißt, hier spawne ich dann eventuell nur. Die Welt wird natürlich immer wieder... Also was heißt natürlich, die Welt wird immer wieder neu generiert. Das heißt, es kann auch sein, dass hier ein Teil gespawnt wäre. So, und jetzt muss ich versuchen, hier heile durch die Kampfviecher durchzukommen. Die sind mir nicht so gut gesonnen. Aber die sind auch besorgt um ihre... Ah, ich kann hier einfach am Rand lang. Ausgetrickst. So, und hätte ich eine Spitzhacke, hätte ich jetzt auch schon Gold. Sieht hier aber sehr verdächtig aus. Ich weiß nicht, wie verdächtig, aber es sieht aus, als wären hier nur solche Bäume und keine normalen. So, aber ich kann jetzt auf jeden Fall mir eine Spitzhacke bauen. Und das Signal, habt ihr es gehört? Ist sehr schwach, aber es ist lauter geworden. Na toll. Jetzt hört man es nicht mehr. Aber gerade war es so ein kleinen heller vom Klang her. Wir haben schon Tag 3. Hundeüberfälle kommen hier auch regelmäßig. Da müsste ich mich dann auch bald mal drauf vorbereiten. Aber vor allem muss ich mich auch auf den kommenden Winter vorbereiten. Aber erstmal eins nach dem anderen. Tag 3 ist noch relativ früh. Ich muss mich nur ranhalten und sammeln, weitergehen. Bis die Tasche voll ist. So. Da war nochmal ein Goldstein. Den nehme ich dann doch mal auch noch mit. Und dann baue ich mich hier eine provisorische Maschine hin. Und es regnet schon wieder. Ein kleines Vogelmonster. Und ganz viel gratis Gold. Und ein großes Vogelmonsterchen. Und ein normaler Baum. Und da sind noch mehr Schweine. Da wird dann der nächste Übergang sein. Oh, schon kaputt. Ich brauche für die erste Maschine auch noch mehr Holz, weil ich mir ja gleich nochmal, ich werde ja schon wieder langsam nass, ein Feuer machen muss. Fäll ich mal schnell noch ein paar Bäume hier. Bei den Bäumen muss man auch immer aufpassen, da dürfen nicht so viele nebeneinander stehen, die man fällt. Sonst kommen da diese nervigen Baummonster raus. Aus den Tannen werden ja die Laufenden, wenn man nicht nachpflanzt. Ja, ich mache jetzt mal provisorisch schnell die erste Maschine, damit ich einen Rucksack bauen kann. Und einen Speer. Das sind so Dinge, die ich hier auf jeden Fall brauche. Schnell wie möglich. Könnte ich auch schon mir eine Schaufel bauen. Das ist auch immer ganz praktisch. Auf gar keinen Fall ein Rasierer. Den brauche ich nicht. So. Und ich baue mir noch einen Hammer. Den kann ich ohne... Den kann ich immer bauen. Dann baue ich die Maschine wieder ab, um Ressourcen zu sparen. Dann nehme ich die wieder mit. Jetzt habe ich erstmal, was ich so grob brauche. Und rennen direkt weiter. Ah, ich kann mal wieder die Wünschelroute ausrichten hier. Und weiter sammeln. Da ist jemand gestorben. Das hatte mir Schickes hinterlassen. Ein Federhut. Was kann der?
Ich bin ein Vogel. Gucken wir mal. Oh. Das gefällt ihm anscheinend nicht so gut. Das brauche ich nicht. Ein Seil. Eine flutschige Angel. Gut, und noch ein Seil. Ich wollte es doch nicht ausrüsten. So, das wollte ich ausrüsten. Eigentlich wollte ich immer am Rand lang gehen, aber ich habe mich irgendwie ablenken lassen. Hier wurde das Signal gerade wieder ein bisschen lauter. Ich drehe mal wieder. Ah, da hören wir doch was. Ist bestimmt da drüben, bei den Büffeln. Ich guck mal. Ja, hier wird es wieder leiser. Es wird bei den Büffeln sein. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich zum Schluss, also als letztes den Adventure-Mode abgeschlossen habe. Aber ich glaube, ich habe es mit Wickfried gemacht. Mit der spiele ich sehr gerne. Die kann nur Fleischiges essen. Das macht es nochmal ein bisschen spannender. Wenn man, also jetzt ernähre ich mich ja gerade nur von Karotten. Und so schnell kommt man hier halt nicht an Fleisch. Aber dafür ist sie auch sehr stark im Kämpfen. Und regeneriert Leben durch den Kampf. Und das hat dann auch immer ganz viel Spaß gemacht eigentlich. Ja. Ich gehe erstmal weiter den Rand hier ab, damit ich abschätzen kann, wie groß das Biom hier ist. Und wo hier eventuell die Ausgänge noch sind. Und ansonsten können wir uns eigentlich auch wieder ein bisschen entspannen. Ich habe ziemlich viel Essen. Klar, ich werde ein bisschen verrückt, weil ich so nass bin. Das kriegen wir mit dem Feuer. Mit dem Feuer, das ich jetzt mache. Nach dem Laden. Wieder in den Griff. So. Esse ich mal meine Karotten, die ich gerade gekocht habe. Dann geht es mir doch wieder ganz gut eigentlich. Koche ich die restlichen Karotten. Und sammeln wir gleich die Steine rings um mich ein. Es ist auch schon wieder Tag sofort. Nicht mal gereicht für die Karotten. Oh, hat der Vogel mich erwischt? Nein, hat er nicht. Ja, nach dieser Welt könnte... Also, ich bin jetzt bei Tag 4. Ist hier wieder der Eingang? Ah. Bin ich da oben abgelaufen alles? Da waren die anderen Schweine. Da habe ich nicht alles abgelaufen. Ich bin jetzt hier nur so lang. Ach, da waren die Büffel. Da waren die anderen Schweine. Dann gehe ich hier mal mitten durch. Nach dieser Welt können mehrere verschiedene Welten als Option kommen. Es könnte direkt die Winterwelt kommen, King of Winter, von der ich erst dachte, dass die hier wäre. Es könnte auch Archipelago sein. Hier sind die Büffel. Ich dachte, da müsste ich irgendwie... Das ist ein großes Grasgebiet dann hier. Das sah sehr auffällig aus. Ist hier das Metal Potato Thing schon? Aha. Es
So, jetzt hört man, dass es lauter und lauter wird. Aha. Hier ist es irgendwo. Das Ding spielt verrückt. Hier haben wir das Schachtelding, das erste. Wunderbar. Weggesammelt. Einmal angeguckt. Okay, kann die Polarität des ganzen Universums kontrollieren. Sehr schön. Super, dann habe ich jetzt doch schon mal eine Aufgabe. Erstmal meine geistige Gesundheit wieder nach oben bringen. Und als nächstes mir einen Winterhut zu basteln. Dafür mache ich mich hier bei den Büffeln mal als nächstes ein Lager. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann. Bis bald und ciao.